Jo Freunde, herzlich willkommen zurück und vielen Dank fürs Einschalten zu dieser neuen Folge FIFA 19 Karriere mit dem ersten FC Kaiserslautern. Nach dem letzten Spiel gegen die TSV 1860 München haben wir leider nur einen Punkt ergattern können. Es war ein ziemlich zerfahrenes Spiel, ziemlich ruppiges Spiel, das leider nur 0:0 ausging. Und wir werden jetzt erstmal unsere Mannequins trainieren. Wir werden die letzte Einstellung verwenden, werden alles simulieren und dreimal A, einmal B und wieder ein Arbeitsverweigerung von Hese. Ja, da werde ich gleich nochmal den Sievers machen lassen. Im Büro haben wir nochmal Post bekommen. Da schauen wir uns mal an. Wieder ein Transferangebot für Albeck. Der ist natürlich für mich unverkäuflich. Werde ich nicht machen, ablehnen. Gleich löschen die Nachricht. Zack, weg ist er. Und wir machen weiter im Geschäft. So, gibt es schon wieder ein Transferangebot für Fechner. Auch den möchten wir nicht hergeben. Das Angebot lehnen wir ab. Die Nachricht löschen wir auch gleich weg. So. Und weiter geht's im Text. Nochmal ein. Eine Trainingsverletzung. Hallo Trainer, beim letzten Training ist es zu einer Verletzung gekommen. Unglücklicherweise lautet die Diagnose für Lukas Balbes Schienbeinbruch. Ach du Scheiße, Alter. Das hat mir gerade noch gefehlt jetzt. Nach der ersten Einschätzung unseres Ärztestabes wird er für 4 Monate ausfallen. Na super. Das hat richtig gut gefehlt jetzt. Also ehrlich. Fuck, Alter. Fuck. Ach. Dann müssen wir natürlich ein Problem beheben jetzt. Dann müssen wir das Spalves rausholen, ey. Ach du Scheiße. Na gut, dann nehmen wir mal nochmal rein eine Biada. Und ja, Spalves setzen wir mal hier ab. Dann machen wir mal Kühlwetter nochmal mit rein. Ja, leider Gottes wird er dann vier Monate ausfallen, Spalves, ey. Oje, Spalle, Spalle. Ja gut, er ist ja auch jetzt im Reale verletzt. Schon wieder Transferangebot für Fechner. Sag mal, seid ihr bescheuert im Kopf? So. Weiter geht's. Ich glaube, das kann man sogar so einstellen, dass da gar kein Angebot mehr angenommen wäre. Weiter geht's. Nächste Partie. Gegen Groß Aspach. Leihangebot für Grill. Jo. Ich würde sagen, den Grill können wir mal ausleihen, ne? Angebot annehmen, fertig, aus. Mache ich nicht lang rum. So. Gegen Groß Aspach im Auswärtsspiel. Die sind jetzt momentan im 10. Platz, auch mit einem Punkt. Ja, die Tabelle können wir uns eigentlich sparen dieses Mal. Ist ja noch gar nicht aussagekräftig. Wir spielen in unseren schönen Auswärtstrikots. Ich finde die richtig gelungen, die schwarzen Trikots, also ehrlich. Mir gefallen die richtig gut. Könnt ihr mal eure Meinung sagen, was ihr zu den Trikots vom ersten FC Kaiserslautern, was euch da besser gefällt? Das Heimer, das Auswärtstrikot. Na dann, hey. Eieiei. Ach, jetzt verstehe ich das erst hier. Das ist super. Ah! Ja komm, das können wir uns sparen erst. Das ist ein bisschen peinlich, aber oje, oje, oje. So, willkommen in der nächsten Partie. Zweiter Spieltag der dritten Bundesliga hier in Groß Aspach. Wird der erste FC Kaiserslautern empfangen. Schöne Atmosphäre. Eigentlich ein bisschen kleiner das Stadion wie hier abgebildet. Wir gehen los. Groß Aspach mit dem Anstoß. Wir spielen von rechts nach links in den schwarzen Trikots. Und muss jetzt mal sehen, dass wir Dreier hole. Gegen 60 München, das war recht unbefriedigend, die Leistung. Ach, das ist nicht zu weit vorher. Aber immerhin Einwurf für den FCK. Sternberg führt aus.
Und schon wieder dieser Fehlpass. Er kommt am Ball, am Mann nicht vorbei mit dem Pass. Ich weiß nicht, ob das wirklich so Sinn der Sache ist, was hier FIFA macht. Und dann hier schon wieder. Also mit den Fehlpässen, also ich weiß nicht, da bin ich schon ein bisschen auf Kriegsfuß, ob das wirklich so Sinn muss. Das habe ich in FIFA 18 gar nicht so erlebt, gar nicht so wahrgenommen. Gut, ich spiele hier jetzt auf Weltklasse. Ich weiß nicht, ob es dann hier doch ein anderes Kaliber ist. Aber guck mal hier, da muss doch mal der Ball durchkommen, also ehrlich. Groß Asbach macht Druck. Der FCK kommt gar nicht richtig ins Spiel. Auch wieder durch diese Fehlpässe, die ständig hier im Mittelfeld vonstatten gehen. Jetzt vielleicht mal eine Chance, irgendwas im 16er zu reißen. Aber es ist keiner vorne. Es ist keiner vorne. Flanke, Flanke kommt rein. Ach, schade. Kopfball zu schwach. Also richtige Kopfballspiele haben wir hier eigentlich nicht. Jetzt mal vielleicht ein Schuss aus der Ferne, aber abgeblockt. Komm, Laudern kämpfen. Schön aufgepasst. Sternberg am Ball. Zu. Biada. Biada zu. Pick. Pick dann jetzt auf die Außenbahn zu Sternberg wieder. Sternberg jetzt mit der Flanke. Ja, kommt nicht rein, müsste aber Eckball geben, wird abgefälscht. Ne, es gibt Abstoß. Ja, der war da abgefälscht. Transfer bestätigt. RB Leipzig, fick dich. Abstoß durch den Keeper von Groß Asbach. Weiter Abschlag ins Mittelfeld. FCK wieder in der Defensivstellung. Sehr schön verteidigt. Gibt einen Fehler Laudern. Sehr schön gemacht. Jetzt vielleicht mal Fernschuss. Ah, Broll hält. Er war auch ziemlich ungefährlich geschossen. Ganz harmlos. Sehr schön gemacht. Sieh was zu Sternberg. Albeck am Ball. Albeck nochmal zu Sternberg. Sehr schön. Kommt er da noch ran? Kommt er da noch ran zur Flanke? Ja, kommt er noch ran. Ach, aber dann wieder ein Gegner dazwischen. Ball kommt nicht an. Wieder Abpraller. Jetzt vielleicht mal jetzt. Ah, Broll hält. Super Parade von Broll. In der 45. Spielminute. Sehr schön gemacht vom Pick. Ah, super Schuss. Und dann ist Broll zur Stelle. Kann noch klären zum Eckball. Ecke für den ersten FC Kaiserslautern. Zweite Halbzeit ist bald vorbei. Ah, war nix. Jetzt vielleicht Schuss. Ah, da schießt dann drüber. Pick, Mensch, riesen Chance wieder. Ah. Sowas musst du machen, sonst wird das hinne bestraft. Ich sehe schon wieder kommen. Abstoß durch Broll und Groß Asbach. Dann müsste auch gleich Halbzeit gepfiffen werden. So ist es. Die erste Hälfte ist vorbei. Steht 0:0 hier in Groß Asbach. Leider Gottes. Zwei riesen Chancen durch den ersten FC Kaiserslautern durch Pick. Und wir gehen dann mal in die Halbzeitpause. Halbzeitergebnisse
Halbzeitergebnisse. So, 1860 spielt zu Hause 1:1 gegen Sportfreunde Lotte. Hallischer FC liegt zu Hause zurück mit 1:0 gegen Fortuna. Karlsruher SC 1:1 gegen Zwickau und Preußen Münster 4 zu Hause gegen Karlsruher Jena mit 1:0. Unterhaching 1:1 gegen Aalen und Würzburger Kickers führen 1:0 gegen Uerdingen. Ja, schön. Ich würde sagen, wir lassen die Mannschaft. Es läuft eigentlich ganz gut. Wir müssen nur jetzt genauer wäre hier vorne. Wir müssen nur wissen, unsere Chancen zu nutzen. Zwei fette Chancen hatten wir gehabt in der ersten Hälfte durch Pick. Jetzt muss man nachlegen. Ach, Ball kommt nicht an. Wieder einer der unsäglichen Fehlpässe. Schön durchgesetzt durch Albeck. Ah, bringt alles als brotlose Kunst hier. Da habe ich nichts mehr zu sagen mit dem Pass hier. Da komme ich immer nicht mehr drauf klar. Abseitsposition. Beljoran geht raus. Und ich hab's gerade geschrieben, Bösel kommt rein. Ja, Bösel kommt rein. Erster Wechsel. Groß Asbach. Ja, ein bisschen konzentrierter Spiele hier. Ein bisschen konzentrierter ans Werk gehen. Ach, Kall, dann spiel doch den Ober an, Mensch. Immerhin die Abwehr steht vom ersten FC Kaiserslautern. Ich komme keine größere Sache durch hier. Aber vorne, es ist einfach alles zu ungenau, zu ungefährlich. Die Fehlpässe sind zu viel wieder. Ja, komm, schieße drüber. Ah, schade. Gibt Einwurf für den ersten FC Kaiserslautern. Das war wieder eine richtig gute Situation. Leider Gottes war noch jemand dazwischen. Nächster Wechsel. Röttger geht raus. Name kann ich nicht lesen, kommt rein. Ja, wäre jetzt all zugestellt hier. Schade. Wieder Einwurf für Laudern. Ich spiele das eigentlich ganz gut, aber irgendwie ist mir zu ungefährlich. Und dann hier wieder diese Pässe, die nicht ankommen, die einfach in die Gegner kommen. Was willst du da machen? Nix machst du da. Ah, bleib weg. Geht aus. Jetzt vielleicht mal. Ah, schade. Uns bleibt das erste Tor für wert dieser Saison. Es ist noch nichts Zählbares rausgekommen außer einem Punkt. Und das an einem 0:0 gegen 60. Ach je. Jetzt Schuss. Ah! Schade, 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 schade. Das war ganz, ganz verkehrt gespielt jetzt. Jetzt aufpasse. Groß Asbach mit dem Konter. Sehr schön aufgepasst. Pick jetzt auf der Außenbahn. Schade. Nächste Flanke, kommt rein. Schade, kommt direkt auf den Torwart, auf Broll zu. Broll ohne Probleme. Wir spielen in der 85. Spielminute immer noch 0:0. Immer noch kein Tor gefallen hier in Großasbach. Der Kaiserslautern ist eigentlich die spielbestimmendere Mannschaft, aber ohne zwingenden Erfolg.
Wird das hier nichts? Jetzt vielleicht mal aus der Ferne wieder nichts. Nach wie vor 0 zu 0. Nächster Wechsel bei den Gastgebern. Jülich geht rein. Und wieder nächster Fehlpass. Ey Leute, ey, wollt ihr mich komplett verarschen? Und es steht nach 90 Minuten immer wieder 0 zu 0. Zweite Partie, die unentschieden ausgeht, ohne Tore. Leider Gottes. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber ich bin hier auf Weltklasse immer noch am Üben und versuche hier das Bestmögliche rauszuholen, was ich an Leistung bringen kann. Leider Gottes hat es heute auch wieder nicht geklappt mit dem Torschießen und ich hoffe, ihr gebt mir trotzdem einen Daumen nach oben, seid ihr neu auf dem Kanal. Lasst mir ein Abo da und ihr seid gerne gesehen im nächsten Spiel. In diesem Sinne, tschüss, euer Chris, macht's gut.